das erste Kapitel von Lego Indiana Jones, ja, 2 abgeschlossen. Und ja, jetzt machen wir uns auf den Weg nach Mexiko. Ja, dann ohne weiteres Gelaber fangen wir direkt an. Wir haben so gut wie 100% die erste Insel gemacht. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, sind halt da links diese bunten Steine kaufen. Sonst haben wir eigentlich alles. Das mache ich vielleicht irgendwann offscreen oder so. Ich merke es jetzt, diesen Hintergrund hier. Einfach so ein PNG von irgendeiner Box, irgendeiner Schachtel, wo ganz viele Lego-Steinchen drin hängen. Siehst du das? Ich habe das Spiel wahrscheinlich schon länger, als ich dich kenne, und mir ist es nie aufgefallen. Was? Ja, auf was? Sieht man aber auch nicht so gut. Na gut, wir fangen direkt rein. Du, du, du. Dam, da, da, da. Ab in den Süden. Oh, das ist noch nicht Mexiko. Nee, noch nicht. War das der Zug? Und wie fandest du das fliegende... Oh, okay. Das war wunderschön. Einfach reingespawnt. Ich bin immer noch nicht drin. Wie, du bist noch nicht drin? Doch, jetzt bist du drin. Du musst F2 drücken. Stell dir das an. Physics, oh mein Gott. Krass, heftig. Ja, wie ihr seht, wir haben richtig viel Money noch von der letzten Partie. Also so viel fahren müssen wir nicht. Übernommen wird, aber... Nicht schlecht. Ja, es ist doch gut. Kommt auf jeden Fall zugunsten. Das Spiel hast du selber aber noch nie hundertprozentig durchgespielt, oder? Nee, hundertprozentig. Ja, dann wird sich das auf jeden Fall in diesem Let's Play ändern. Bus! Hast du einen Bus gebaut? Ich hab den gekauft. Ah, okay, gut. Hier können wir jemanden befreien, schau mal. Den haben wir doch irgendwie verscheucht oder so im ersten Spiel, weißt du noch? Ein Level gab's da müssen wir die Taumel so verscheuchen. Wow. Und wie kommen wir da eigentlich hoch? Irgendeine... Ich hab einen weiblichen Charakter für. Ja, ja, okay. Aber ich kann wirklich schwören, die Szene hier hat in Mexiko gespielt, aber... Vielleicht haben sie es hier für das Spiel geändert? Ich weiß es nicht. Oder das ist halt falsche Erinnerung. Vielleicht kommt das ja noch. Oh Leute, da unten ist ein Eingang. Warte, wo geht's denn überhaupt lang? Ich würde sagen, ich schaue uns noch mal ein bisschen um. Ne, umschauen ist immer gut in so einem Spiel. Hier können wir irgendeinen... Was? Wir brauchen noch so einen Soldaten. Leider können wir die Charakter, die wir schon gekauft haben, in der einen Insel, leider nicht hier auf die andere Insel mitpacken. Das funktioniert leider irgendwie nicht. Ja, aber wir können hier neu freischalten. Das ist kein Problem. Genau. Geh mal näher an dein Mikro. Ich kann noch einen befreien. Nein? Achso, doch. Warte, ich muss da erstmal ranvisieren. Bestimmt kriegen wir irgendwas, wenn wir alle befreien. Deshalb mache ich das mal. Und hier kann ich was kaufen. Ein Motorrad oder Motorrad. Oh, geht das wieder los. Hoffentlich nicht. Was ist passiert? Was? Ah, du kannst mit dem Motorrad hier ein Rennen machen. Bei der Wii fand ich das richtig nervig, da bin ich ausgerastet. Also die Steuerung da ist nochmal anders. Auf der Wii? Ja, nimm mal das Motorrad und mach mal dann das Rennen hier. Ich weiß doch, da musst du dann hierher fahren und dann hier über die Rampe drüber springen. Mach mal, geh mal mit dich, damit ich was sehe. Ja, ja, ja. Okay, okay. Und ich mach. Okay, okay, okay. Und zack. Boah, oh. Ey, du sabotierst. Nach oben über die Rampe, da wo du ran schießt, hier wo ich gerade bin. Ich hab gar nicht mal gesehen, dass da hinten überhaupt ein Weg ist. Ich hab das nicht mehr realisiert. Warte, bevor ich das nochmal versuche, ich sehe gerade, dass ich das hier anvisieren kann. Was ist das, eine Kiste? Oh, ein blauer Stein. Ja, die brauchen wir sowieso alle. Das kann ich nicht kaputt machen. Ich glaube, das ist für später. Okay, aber das muss ich langsam angehen. Ja. Weil die Steuerung ist halt... Ja. Okay, dann hier drüber. Jetzt weiß ich auch, warum das dort ist. Ja, dann da hoch. Und... Oh, okay, das funktioniert. Sachen kaputt machen wir mal gleich. Erstmal will ich das Rennen schaffen. Oh nein. Wo muss ich lang? Da ist das Ende. Da ist so ein Fahrzeug durch. Wow, und ich komme nicht mehr hoch. Hä? What the lag. Warte, ich glaube, wir können da wieder hoch, wenn wir von hier lang gehen. Komm mal her. Ja, eigentlich müssten wir doch von hier einfach wieder rüberspringen können.
Ja, das logisch geht schon. gesehen. Ja, okay. Ja, gut, dann machen wir erstmal den Weg frei, würde ich sagen. Ja, gut. Zumindest das, was geht. Dann bumpe ich nicht immer die ganze Zeit gegen irgendwas hin. Okay, die Steine können wir nicht kaputt machen. Wahrscheinlich kriegen wir noch einen Charakter für. Vielleicht mit Raketenwerfer oder so. Boah! Junge, bist du schnell unterwegs. Ja, genau, das kann ich schon mal nehmen. Das Rennen gleich mal neu starten. Hä? Hallo? Jetzt. Okay. Kannst du den Wagen kurz wegfahren? Ja. Damit ich hier einen clearen Weg habe. Ich fange schon mal an. Dude. So. Den Weg weiß ich jetzt halbwegs auswendig. Boah, aufpassen. Komm! Okay. Chillig, chillig, chillig. Bomb. Und jetzt rüber, jetzt rüber, jetzt rüber, 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 rüber. Rüber. Ah, komm! In die! Hallo! Beim nächsten Mal klappt sicher. Wo muss ich denn hier lang? Auf den Stein drauf fahren und dann runter. Das schaffe ich nicht. Warte. Hä? Hat trotzdem gezählt. Ja, einfach schnell machen. Das macht's einfacher. Was will der Typ denn dort? Was ist denn für ein Spinner, du? Bam, überfahren erstmal. Hey, lügst dich nicht mit Indien, ja? Ist klar? Es ist ihm klar. Ein Patient. Ich kaufe immer Patienten, du nicht? Vielleicht ist hier ein Zahnarzt. Miau. Ich habe übrigens gesehen, wie man die Sachen hier kaputt macht. Und zwar seht ihr mit dem Ja. Motorrad. Oder mit dem Bus, je nachdem. Bam. Ermordeten Fahrzeug. Mal gucken, ob hier unter irgendeinem Stein noch was ist, aber ich glaube es nicht. Okay, dann gehen wir ins Level rein. Ich habe gesehen, hier unten links ist. Alter! Ach, du bist da schon längst! Ja. Warte mal, ich will kurz selber. Ah! Hier ist ein Weg! Ich will kurz selber da lang gehen. Du bist hier lang gegangen, ne? Warte mal, was ist denn dann hier? Da kommt man später hin, wenn man das Level gemacht hat. Oh, okay. Okay, let's go. Dann, let's go! Falsches Bild. Das muss doch in den Zähnen wehtun. Ja, die sind verrückt und wir müssen damit leben. Okay. Er hat mich überhaupt freigelassen. Was wollen wir hier überhaupt? Erklär mal. Ja, stimmt. Wir wollen ja. Ich hab seinen Namen vergessen, scheiße. Ich weiß auch gerade nicht seinen Namen, aber wir wollen auf jeden Fall einen Kumpel treffen, der leider verrückt geworden ist durch eine. Ist eine lange Geschichte. Auf jeden Fall ist er verrückt geworden und wir wollen ihn treffen, weil er hat bestimmt mehr Informationen für uns. Ah, Harold Oxley, so hieß er, genau. Genau, Oxley war das, genau. Ja, das war quasi der Ziehvater von Matt und ein alter Professor, der mit Indy auch befreundet war. Ja, die kennen sich auf jeden Fall. Ja, genau, und der hat nach dem Kristallschädel gesucht und ist dabei verrückt geworden, hier drin gelandet und jetzt suchen wir ihn. Und wir wollen jetzt suchen, weil wir wissen, er hat auf jeden Fall Informationen für uns. Und ich kann mich Ja. sehr gut noch an dieses Level erinnern. Ich weiß irgendwie, dass das ein sehr, sehr kurzes Level war. Dann kann ich mich. Achso, ja, sorry. Hier. Ja, genau, und jetzt muss ich das hier da Ah, rüberziehen. okay, I get it. Und stopp. Yay! Oh, der hat mir eine Flasche. Okay. Hat er eine Flasche geklaut? Der hat mir kurz die Flasche gegeben und die dann einfach wieder geklaut, aber ich glaube, du musst die mit der Peitsche holen. Achso, warte. Nein! Warte. Ich muss weg. Danke. Dann können wir das direkt mal weiter aufbauen. Und ja, wir machen einfach pro Folge so viele Level, wie halt in die Folge reinpassen. So, dass es nicht zu lang, aber auch nicht zu kurz ist. Genau. Genau. Ja, da kannst du hier mit dem Schlüssel dann das Tor aufmachen. Ja, ich versuche mal hier erstmal an die Dinger hochzukommen, weil da kann man ein bisschen Geld abschnappen. Auch wenn wir Ja, nicht Geld aber. brauchen für die Overworld, brauchen wir auf jeden Fall Geld immer in den Leveln. Wir wollen dann einen wahren Abenteuer sein. Ich kann kein Deutsch. Warte, sind wir schon Okay, das hier fertig? ist das Zimmer von Der hat doch nur eine Oxley. Flasche. Ja, was willst du damit saufen, oder? Ich nehme sie mal mit.
Vielleicht gab es da noch einen Grund, die. Schuck, schon mal, ja. Vielleicht kann. Hallo? Okay, dann ist sie vielleicht doch einfach Justus, I don't know. Du verprügelst ja schon Ratten, so wie wir es in der einen Bude gemacht haben. Leider nicht. Ja, okay, auf jeden Fall, das ist Oxleys Zimmer, aber. Der ist noch nicht hier. Keine Spur von ihm. Aber wenn du dir die Wände anschaust, dort steht auf jeder Sprache Rückkehr. Return, Rückkehr. Ja, aber, ja, stimmt. Schau mal, müssen wir das zensieren? Boy. Schau mal, ich habe da ein paar Einzelteile rausgekriegt. Baum, boy. Kannst du mal mit der Peitsche dieses orangene Teil da oben am Fenster holen? Du meinst... Oh, nett. Guck mal hier in der Ecke. Boah. Ja. So kann man schnell wahre Abenteurer werden. Ja, stimmt. Du meinst das hier? Ist auch in der Ecke. Nee, vor uns. Dort über... Achso, das hier. Ja, genau. Das musst du da drauf platzieren. Dann kannst du da... Nee. Ich versuch's. Und dann kannst du dran ziehen mit der Peitsche. Heia! Okay. Juckt ihn nicht. Indie ist das so egal. Wir bauen eine Map. X markiert die Stelle, so war das doch in welchem Film? Den zweiten? Der letzte Kreuzzug, ne, der dritte. Achso, der dritte. Oh. Ne, du musst da drauf stehen bleiben. Ja, ich weiß auch, du musstest erstmal auf die Platte drauf. So, hopp. Und dann schiebe ich das runter und dann platzt es und dann haben wir den letzten Stückchen. Also, willst du bauen oder? Ja, okay. Der hat so einen riesigen Schädel. Ja, echt so. Wurde. Ey. Jetzt hat er coolere Haare. Naja, wie man es nimmt. Und jetzt brechen wir hier aus. Okay. Aber hast du gesehen, wie kurz das Level war? Ja, stört mich aber nicht. Nee, mich stört's auch nicht. Ich find's nur interessant, wie du hier in diesem Spiel sehr kurze Level hast. Und im ersten Teil gab's nur lange, also fast nur lange Level. Okay, und jetzt können wir auch hier rüber. Hat einer Angst vor einer Spinne? Tschüss. Das kann ich aufmachen. Eine Schaufel. Wahrscheinlich irgendwas zum Ausgraben. Nimm du mal mit. Du bist ja hier der Schaufelmann. Aha. Okay, brauchen wir jemanden mit einer Granate, um das aufzusprengen, weil das glänzt so metallisch. Ich habe ein bisschen Angst. Hier geht's ein bisschen noch weiter. Weil ich glaube, ich weiß, was jetzt als nächstes bald für ein Level kommt. Noch nicht so schnell. Okay. Ja. Du kannst hier was ausgraben, ne? Ich weiß, ja. Ja, ich glaube, mehr können wir noch nicht machen im Moment. Wow. Der Boden geht auf einmal weg. Wie findest du die Wandmalereien? Ich finde, die sehen cool aus. Die sehen wirklich cool aus. Ich glaube, es gab bei den Lego-Sets damals auch so, weil Sticker. Ich so ähnlich aussahen. Ja, als Sticker leider. Ich weiß nicht, ich kann Lego-Sticker überhaupt nicht ab, vor allem wenn das so über große Flächen geht. Vor allem, wenn die so transparent sind. So Glas oder so. Wenn das Video online kommt, dann gibt es auf jeden Fall schon neue... Lego-Sets. Ja, aber ich habe mir dieses Flugzeug da geholt und das Problem ist, die hatten so eine riesige Scheibe und da kommt ein Sticker über die komplette gebogene Scheibe drüber. Boah. Und ich habe es mit dem Sticker verkackt und jetzt sieht es da so ein bisschen verschwommen aus, als wäre die Scheibe dreckig. Naja, passt aber ein bisschen zum Film, ne? Da wäre jetzt bestimmt auch dreckig gewesen. Ja, gegen die der ist ja gegen richtig viele Vögel geflogen. Ja. Schön cool bleiben. Ja, das war die Batman Origin Story. Dieser Matt hat mich damals in seine Haare gekriegt. Wir haben uns in die Haare gekriegt, oh Gott, egal. Was machst du da eigentlich kaputt, oha? Ja, das gehört sich doch für einen Archäologen, um hier alle Tempel zu zerstören und Schätze von indigenen Völkern zu klauen. Da rechts ist nichts mehr, oder? Ich glaube, da kommen wir nicht lang. I don't think so. Doch, oh. Aber warte, hier ist auch noch was. Ja, wir gucken uns aber beide woanders um. Spart Zeit. Hä? Da muss ich irgendwas machen.
Okay, dann komme ich zurück. Ich Gegner mit Gift fallen. Warst du was abgeschossen? Ach man. Ich weiß nicht, ob du die noch vom Film kennst, aber ich fand die früher richtig cool. Und es gab damals, als der vierte Teil rauskam, so eine Serie, da sind so Actionfiguren rausgekommen. Mhm, und da gab's. Und ich weiß. Ja, ich hatte eine Actionfigur von ganz Indiana Jones und das war eben einer von denen mit so einem Giftpfeil. Und dort hatte jede Actionfigur so ein kleines Artefakt dabei. Das waren auch Artefakte, die es in echt gab, die waren nicht mal unbedingt in Filmen. Mhm. Und was ich richtig cool fand, jeder hat von denen hat so einen Sticker dazu bekommen. Und wenn du dir jedes kaufst, ich glaube, das waren 10 Stück, und du hast alle auf so eine Folie draufgeklebt und dann abgeschickt per Post, dann hast du noch mal eine Actionfigur gratis bekommen. Und zwar von so einem Alien auf so einem goldenen Thron. Die sah richtig cool aus. Den hast du aber nicht, oder? Nee, die wollte ich immer haben, aber ich habe nur eine Actionfigur gehabt, deswegen. Okay. Ich finde das Prinzip voll cool, dass man so Actionfiguren sammelt und wenn man alle hat, dann kann man so Sticker abschicken und kriegt noch mal einen. Genau den hier hattest du? Ja. Krass. Den ich kann mich aber wirklich gerade nicht so sonderlich krass an die erinnern. Die waren auch nicht so wichtig für die Story. Diese Steinstatuen vorhin, die so grünlich waren, die haben mich ein bisschen an das erste Level von dem ersten Spiel erinnert. Diese Infinite Money Generators. Die sahen auch so ähnlich aus, finde ich. Hä, was ist denn da? Ist so ein Spinnennetz. Und hier ist auch noch was. So Wurzeln, aber den kannst du ausgraben, wenn man hier durch könnte. Oh, jetzt können wir da durch. Du hast eine Schaufel. Hab ich das? Ah ja, stimmt, lol. Hab ich schon direkt vergessen. Ja, das sind die doch. Na, okay, so ähnlich. Dup, dup, dup. Aber wir haben da ganz links doch irgendwas gehabt. Vielleicht kommen wir da gleich zurück oder so. Oder wir müssen es nachholen. I don't know. Oh. Hier ist eine Leiche von dem Conquistador. Ja. Die gab's auch im Lego-Set dazu. Ja, so Lego-Leichen. Standard. Das ist normal. Bei jedem Lego in die Set gab's irgendwelche Leichen. Was ich noch besser finde. Beim neuen Lego-Set, was dort in diesem Tempel in Tarnis spielt, vom ersten Teil, da ist auch wirklich so eine Mumie dabei. Also nicht nur so ein Skelettteil, sondern wirklich so eine bedruckte Leiche. Von dem neuen Set meinst du? Ja. Ja. Das finde ich cool. Also die Mumie, wie die aussieht, finde ich cool. Lass mal erstmal vielleicht nach links gehen und da alles einsammeln, oder hast du das schon gemacht? Hä? Also wir können auch mal ganz kurz offscreen nach links gehen, aber ich bin mir sicher, da konnten wir nicht lang gehen. Ich such dir aber mal später so ein Bild von Actionfiguren raus, das kannst du dann ja auch einblenden. Wenn du mich dran erinnerst. Okay, ja. Die waren von Hasbro, glaube ich sogar. Von Hasbro. Hasbro. Hier können wir auch noch nicht lang. Nee, das ist... Ich denke, es kommt für später. Gehen wir jetzt erstmal weiter. Da unten... Hatten wir einen Weg? Ja, ja, genau. Wir hatten die Liane jetzt. Schau mal da oben. Oh, hier sind ja... Wow. Oh, ich hab Angst vor denen. Dein Charakter hat Angst vor den Skorpionen. Ja, jeder muss doch eine Phobie haben. Muss! Bei Indiana Jones hat jeder eine Phobie. Ja, was ist dein Kryptonit? Schau mal hier, Infinite Money Generator. Juhu, juhu. Kaputt. Sie haben schon zu viel Geld. Mir macht es Spaß, antike Artefakte und Leichen zu zerstören. Dem macht das nicht Spaß, ist die Frage. Oh, schau mal hier. Ich habe ein Schwert geschenkt bekommen. Danke. Ich weiß doch, wo der hinkommt. Yeah. Ich fand das übrigens schon ein bisschen kryptisch im ersten Spiel. Du hast eine einzige Chance. Also du kriegst einmal so einen Speer, hast eine einzige Chance, den richtig zu werfen. Sonst musst du das komplette Level neu machen und den respawnen lassen dadurch. Ja. Nur in einen einzigen Schatz zu kommen. Und das fand ich schon echt. Hm? Fand ich schon echt. Fand ich schon echt, echt. Ist einfach kaputt gegangen in meinen Händen. Guck mal da links. Oh! Schön! Schmeiß mal auf den Boden. Was brauchst du denn da? Wir haben ihn schon gefunden. Wir wurden aber auch gefunden. Das war aber lange. Hinterher! Er klaut unseren Schatz! Mein... Der cheatet einfach, hast du es gesehen? Oh. Der hat Moonjump an. Hier! Hey, komm her! Hey! Hallo!
Junge, wie weit kann der springen? Du hast ihn gerade mit den Stacheln da erwischt eigentlich. Ja, eigentlich schon. Und nochmal Geld und... Oh, ein Blinana! Boah, nice. Und noch einer. Boah. Hä? Ich bin doch auf ihn drauf. Hallo. Ich bin direkt... siehst du? Was geht... Oh Gott, was geht denn jetzt ab? Hey! Schon ein paar. Hör auf! Gib her, das ist mein Schatz! Den hab ich gefunden, verstanden? Verdammt, mach doch was! Hilf mir! Hier, ich fessel ihn! Bam! Bam! Aufs Maul! Das stirbt ja nicht durch die Skorpione. Bam! Töt ihn, töt ihn! Töt ihn! Er will abhauen! Das können wir nicht zulassen! Nimm den Kopf mit! Der Kopf! Der Kopf! Ich hab ihn! Das war schon ziemlich kopflos. Wie locker er ihn trägt mit dem Blick! Alles gut, Kumpel! Das mache ich schon! So, verschwindet! Habt Angst! Habt Angst! Kniet nieder vor dem Schädel! Das ganze Geld! Das ist aber ein Bug, das sollte eigentlich nicht da rumliegen. Jede Cutscene ist individuell. Jede Kopie ist personalized oder sowas, keine Ahnung. Oh. Ich sprügel euch die Birne weich. Verstehst du? Weil ich habe einen Schädel in der Hand. Bam. So, und jetzt können wir mit dem Schädel, mit dem wir alle besiegt haben, da rechts durch. Und ich sag, nachdem wir da besiegt haben, weil den können wir bestimmt freikaufen, oder? Ja. Den. Hallo, wie heißt du? Hallo. Friedhofkrieger. Yeah. Okay, jetzt können wir hier weiter. Da können wir auch runter, aber ich weiß nicht, ob wir das schon sollen. Ja, doch, sollen wir. Genau, mit dem Schädel hauen die alle ab, die haben Angst vor uns. Ich glaube, ohne den Schädel kann man sich da auch durchtricksen, aber bin mir jetzt auch nicht sicher. Okay, und wie? Weiß ich nicht. Guck dir mal das Bild da unten an, wo ich gerade bin. Ah, warte, 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 geh noch nicht so weit weg. Vielleicht kann ich da in deine Nähe kommen, dann wird der Bildschirm geteilt. Ah, nee, rechts, rechts, rechts. Achso, sollen wir das noch nicht zeigen? Okay. Nee, nee, da musst du es platzieren. Okay, dann zeigen wir das ein andermal. Michael will noch nicht, dass wir irgendwelche coolen Sachen sehen. Fehlt uns da irgendwas, oder was? Boah, heftige Explosion, Junge. Heiliger. Bim, bam. Okay, können wir da nach hinten, wenn du willst. Ja, okay. Können wir machen. Was sind das überhaupt? Riesige Ameisen sehen das aus. Ja, die heißen Ziafu. Das sind riesige Ameisen. Die können echt auch Löwen töten, wenn die in einer guten Menge sind. Stimmt, das wurde ja im Film... hat man die auch gesehen. Genau, hier sieht man so eine riesige Lego-Figur. Ja. Hier ist er gestorben. Nee, aber das ist, glaube ich, eine Anspielung auf, ich weiß nicht mehr, ob die genauso hießen, Nazca-Linien. Die gibt es in echt, da sind dann irgendwelche Skorpione oder so abgebildet. Krass. Okay, die sieht man dann wirklich vom Flugzeug aus. Und das finde ich auch heftig, dass man sowas damals machen konnte. Ich meine, man konnte sich nicht einfach wie in Minecraft hochstacken und dann gucken, ob es gut aussieht. Ja. Na gut, hätte man theoretisch schon gekonnt. Wir brauchen hier irgendein Auto. Vielleicht liegt das hier irgendwo in der Nähe rum, einfach so, ohne Grund. Wenn wir Glück haben, finden wir es. Oh, Hallöchen. Lang nicht mehr gesehen. Was hast du nur so gefunden? Ich habe gesehen, du hast irgendeinen roten Stein eingesammelt. Oh, oh nein. Ja, da siehst du es schon. Da ist das Boss-Level hier. Ja, wortwörtlich Boss-Level, Michael. Ja. Okay, gehen wir zurück. Das ist für später, glaube ich. Aber ich finde diese riesige Figur einfach lustig. So ja, aus dem Nichts. Die Map hier ist auch ziemlich groß und vor allem ist hier viel leere Fläche im Vergleich so zur ersten Map. Ja, die erste Map fand ich super, weil... Die fand ich auch richtig schön vom Aussehen. War alles kompakt, alles in eine kleine viereckige Welt gepackt, du konntest... Sah schön detailliert auch aus, überall Gebäude und so. Ja, war vielleicht ein bisschen eingeengt, aber es hat seinen Job gemacht. Und ich finde die Welt hier, da kann man sich wirklich verirren. Das wirkt hier wirklich so, als wäre das hier einfach ein Level aus dem ersten Teil. Ja, schon. Können wir den nicht befreien? Aber ich kann ihn befreien, schau mal. Flieg, Papagei, flieg! Ja, genau, nimm den auch noch mit. Ja, cool, danke.
Jetzt erstmal kaputt machen, das Geschenk. Vielleicht ist das ja das Auto. Oh, schade. Nee, leider nicht. Ja, wie soll ein Auto reinpassen? Nein! 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 Meine Albträume kommen wieder hoch. Vergessene Vietnam-Flashbacks. Das ist voll cool. Warte, ich konnte gerade. Hast du gesehen? Ich konnte gerade durchphasen. Ja, passiert manchmal. Okay. Auf jeden Fall sind wir hier beim Camp der Sowjets angekommen. Wir haben ja hier so ein Camp aufgeschlagen, um Akator zu suchen. Ja. Im Film wurden wir ja von denen entführt, aber jetzt sind wir da selbstständig hingelaufen. Ja, gut. Haben ein bisschen Geld eingesammelt auf dem Weg. Oh, schade, ich wollte noch das Lied hören. Tut mir leid. Gehen wir mal reingehen? Der Moment, wenn du richtig mit dem Lied vibest und dann so ein Cowboy mit einer Peitsche kommt und dein Musikgerät da kaputt macht. Plattenspieler. Man kennt ihn. Schaut mal, wer da ist aus dem ersten Film. Der Verräter. Diese eine Szene war eigentlich voll unnötig im Film, wo die da im Treibsand waren. Hat eigentlich nichts gebracht. Ich glaube, die haben das extra eingebaut, nur damit dieses Gespräch haben können. Dieses Gespräch haben können, weil ich meine, wo kommst du sonst in so eine gute Gelegenheit? Ja gut, das stimmt schon. Und was ich letztens mitbekommen habe, ja? Was ich richtig heftig finde als Fakt, das war ja so eine Treibsandszene. Und in den 50ern, wo dieser Film hier spielt, hatten glaube ich 2% aller Filme Treibsand drin. Boah, war beliebt. Drüber nachdenken. Also, es gibt ja viele verschiedene Filmkategorien, deswegen natürlich, das kann nicht in jedem Film drankommen, aber wirklich in 2% aller Filme. Ja, wir sollten vielleicht in der Nähe bleiben, damit wir nicht zu viel Chaos hier stiften. Hier, die Ameise mobbt mich. Ja, schlag sie doch einfach. Wege. Ja, toll. Den noch nicht killen. Wir gucken uns erstmal um. Die chillt da oben, die Lady? Ja. Na, komm mal mit, Frau. Oh, okay. Die hustet da einfach nur so rein, so. Achso, okay, wir müssen angreifen. Okay, ja, gut verstanden. Komm, Käse doch rein. Ist doch kein Problem hier. Ich hab Angst vor denen. Was? Ich hab Angst vor denen, ich kann die nicht killen. Was, wenn die mich beißen? Ach, ich beiß dich gleich, wenn du dich nicht traust. Ja, wie gefällt dir das? Hä? Hä? Bam. Boah, wie schnell man hier das Geld zusammenkriegt. Warum bist du denn da jetzt gefesselt? Die Spielchen können wir auch nachher machen. Was? Was? Ja, leider können die Computer hier nicht killen. Die können nur Schaden machen, aber nicht killen. Hier ist was zum Ziehen, siehst du das? Was macht das? Falle! Das ist wirklich aber nur eine Falle. Okay, wahrscheinlich für später? Ja, für später. Okay. Muss man mit der Peitsche da dran ziehen, wo die drauf stehen, also auf der Plattform da. Ja, erstmal müssen wir die Grünlinge hier wegkriegen. So. Pass auf, dass ich nicht angegriffen werde. Nee, wieso denn? Weil ich auch einfach den hier machen kann. Warte. Mach mal mit der Plattform, ich finde das lustiger. Zack. Ja, warte, jetzt machen wir die Plattform. Und komm her, komm her. Ey, was wollt ihr hier von mir? Bam. Der bückt sich so. Kein Erbarmen. Kein Obamen. Was? Zack. Oh Gott, was ist das denn für eine Riesenspinne? Ich juck das einfach nicht, dass hinterher da gerade mehrere Zelte richtig stark am Brennen sind. Ah. Zweitrangig, ne? Erstmal ist Indy dran. Oh, ein Revolver. Den nehme ich mit. Wer will noch? Wer hat noch nicht? Wer will noch mal?
Oh, oh. Die stärkste Person. Der ein heftiges Gewehr. Oh Gott, die haben krasse Gewehre. Aber wir haben, wir sind jetzt auch bewaffnet. Piu, piu, piu. Weißt du, wie wir das machen? Sterben. Das tun wir. Nee, warte, ich zeig dir was am Mann. Wenn die erstmal hier tot sein können, die Grünen. Kill mal bitte Grün. Bam! Der ist weg. Hallöchen, Kumpel! Psa, psa, psa. Die Shotgun nehme ich mal mit. Dankeschön. Piu! Piu! Stichst du mal rein? Boah! Du darfst keine Frauen schlagen. Ja, echt, so darf er eigentlich gar nicht. Hey, bleib stehen, Mann! Piu! Piu! Oh. Und nochmal. Piu! Wie kommen wir eigentlich darüber? Schaffst du das? Ne, da kommt man gar nicht rüber, glaube ich. Meinst du? Doch, da. Oh, zu spät. Kein Geld mehr für uns. Sie entkommen mit dem Schädel! Verdammt. Aber es war auch wieder ein super. Ein super kurzes Level. Beim nächsten Mal schauen wir dann, wie der, wie die Story sich hier entfaltet. Wir haben auf jeden Fall jetzt noch einen Charakter freigeschaltet. Nee. Und der Kampf geht los! Das ist also das Outro. Wir bekämpfen die und so. Leute, lasst ein Like da. Ja. Bis dann, ciao. Genau. Ich glaube, wir sollten uns noch mehr YouTuber-Video-Endsequenz reden anschauen. Ja, auswendig lernen, ne?